dass wenn man den Kopf abgeschlagen bekommt, heißt mit einem Schwert den Kopf ab, soll man ungefähr 8 Sekunden in der Lage sein, die Eindrücke zu verarbeiten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. So, wunderbar. Ja, ich muss sagen, 10 Minuten gehen schon echt schnell rum. Wie ihr merkt, verquatsche ich mich immer noch ein paar. Oder ein Thema von euch. Also, ja. Ich... Sorry. Musste kurz niesen. Naja, muss auch mal sein, ne? Oh, jetzt komme ich hier in einen Popschutz. Nice. So, fährst du bitte jetzt hier mal um die Ecke rum? Dankeschön. Ah. Komisch, irgendwie, glaube ich, hat der Performance-Patch mit 1.4.8 wieder abgenommen. Ich weiß jetzt nicht warum, aber naja. Vorher lief er irgendwie besser. Der Euro Truck Simulator aber läuft immer noch besser als früher, meine ich. Und ja. Gut. Was kann ich denn jetzt nochmal so erzählen? Ich weiß es nicht. Ja. Letzten Part über Horrorspiele geredet. Und was ich so schlimm finde, was nicht. Zum Beispiel Slender mag ich überhaupt nicht. Also finde ich total schlecht gemacht. Genauso wie Amnesia, muss ich sagen. Also da grusel ich mich eigentlich auch kein Stück. Aber, ja. So atmosphärenvolle Spiele, da habe ich schon richtig Angst vor. Und ja. Gut. Dann, was kann man denn jetzt nochmal so sich aus den Fingern saugen? Gar nichts. Ach ja, im letzten Part habe ich noch direkt am Anfang von meiner leckeren Magenverstimmung erzählt. Habe ich übrigens immer noch und ich kann immer noch nicht LS freischalten. Also doch, gefreischaltet ist es ja schon. Gefreischaltet, genau. Aber ich kann es halt nicht als Kanaltrailer hinzufügen. Aber ich habe in der Tat die Videos wieder auf Facebook geteilt. Heute sogar 6 Videos auf Facebook geteilt, einfach weil, ja, ich die von gestern vergessen hatte zu teilen. Ich denke mal, morgen kriege ich das auch noch irgendwie hin. Und dann noch, wow, scheiße. Da bin ich ja voll mal falsch gefahren hier. Donnerstag und so werde ich das dann auch noch hinbekommen. Ja, toll. Der Anhänger ist natürlich jetzt wieder im Arsch trotzdem. Ne, also Mittwoch, Donnerstag und Freitag, denke ich, werde ich das auch noch hinbekommen. Ich muss mal schauen, nochmal probieren, wie das mit der Show so ist. Also, wenn ich das in die Show einfüge, direkt, und es darüber freigestellt wird, weiß ich nicht, ob ich das dann noch bei mir, wie heißt das, so als Kanaltrailer hinzufügen kann. Muss ich mal gucken. Warum fahre ich gerade nur 37 km/h? Ah, jetzt geht's wieder. Geil. Ja. Schön. Da muss ich mal ein bisschen experimentieren. Ich meine, das Internet ist für uns alle Neuland und deswegen muss man da auch ein wenig, ja, schauen, wie das da so ist, ne? Gut, ich denke, ich kann jetzt mal mit einem Thema anfangen, und zwar, glaubst du an das Leben nach dem Tod? Wenn ja, glaubst du eher, dass man wiedergeboren wird, oder glaubst du eher, dass man im Himmel oder als Geist weiterlebt? Also ich muss sagen, Leben nach dem Tod ist für mich eindeutig, wenn es sowas geben würde, kommen wir später zu, ist für mich sowas, dass man einfach weiterlebt nach dem Tod. Und zwar in Form eines Geistes im Himmel. Also die Seele, die lebt weiter im Himmel. Und zwar, und für mich ist es nicht, dass man dann wiedergeboren wird. Das ist bei mir nicht irgendwie Leben nach dem Tod. Finde ich ganz blöd. Aber ja, generell denke ich nicht, dass es sowas geben wird. Oder gibt, und wenn, dann bin ich halt überrascht, wenn ich dann da bin. Aber ehrlich gesagt, ein Leben nach dem Tod, für mich ist der Tod so eine Linie, die endgültig ist, also. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie eine Seele in der Lage ist zu denken oder zu leben ohne die lebenswichtigen Organe. Kann ich mir einfach nicht erklären, weil wenn ich mir jetzt mal denke, wo meine Seele sitzt, wenn, also meine Seele, die wird ja geprägt durch Erlebnisse und was weiß ich. Und die alle erhältst du durchs Gehirn, und verarbeiten kann die Seele dieses Gehirn auch erst durchs Gehirn. Also deswegen denke ich eher,
dass die Seele nicht irgendwo im Herzen sitzt oder so, sondern wirklich im Kopf drinnen, damit der Weg dahin möglichst kurz ist. Also ich glaube ehrlich gesagt, die Seele ist im Kopf. Und das ist auch irgendwie kein Rauch oder so, das ist eher, denke ich, eine Nervenverknüpfung, eine ganz spezielle. Vielleicht sogar die Zentralverknüpfung im Gehirn, keine Ahnung. In der sich die Informationen, in der alle Informationen irgendwie einmal durchgejagt werden. Von den Rezeptoren der Nerven da wo das verarbeitet wird, dann noch zum Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, da so zwischen, da gibt es bestimmt irgendwo eine Nervenzelle, die mit allen von diesen Gehirnhälften oder was weiß ich verbunden ist. Und ich denke, das ist die Seele, weil die hat dann Einfluss auf alles, was in unserem Leben geschieht, gerade geschieht oder geschehen ist. Da muss ich sagen, das denke ich ist die Seele, und wenn das weiterlebt, also diese Nervenzelle, soll mir recht sein, aber ich weiß nicht, wie es dann noch überlebensfähig ist. Einige Leute sagen, hatte mir der Reinhard auch gerade erzählt, dass wenn man den Kopf abgeschlagen bekommt, heißt mit einem Schwert den Kopf ab, soll man ungefähr 8 Sekunden in der Lage sein, die Eindrücke zu verarbeiten. Heißt, das Gehirn sieht, dass man tot ist oder dass der Kopf, dass man neben, dass der Kopf ab ist halt, man sieht es und man realisiert noch, dass einem der Kopf abgeschlagen wurde und dann ist man tot. So ungefähr. Vielleicht, ja, man kann dann nichts mehr machen. Einfach die Augen funktionieren noch, das Gehirn funktioniert noch, der Mund, der kann auch noch funktionieren, ich weiß jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht, weil die Muskeln, die den Mund bewegen, gehen ja auch noch teilweise den Hals runter. Und, also wenn ihr redet, habe ich jetzt gerade auch gemacht, da fühlt einfach mal an euren Hals, wenn sich da irgendwas bewegt, dann merkt ihr, okay, gut, es geht dann runter. Also, ja, geht da runter bis da unten hin. Könnte auch sein, dass das Luft im Kehlkopf ist. Auf jeden Fall sprechen kann man wieso nicht mehr, einfach weil der Kehlkopf fehlt. Und ja, man ist dann halt noch in der Lage, das zu verarbeiten. Und bis man dann halt endgültig stirbt, weil der Sauerstoff dem Gehirn der Sauerstoff ausgegangen ist. So. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nice. Irgendwas mit Seele und Gehirn und Kopf abschlagen. Wie komme ich auf Kopf abschlagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Naja, egal. Aber ehrlich gesagt ist es mir auch egal, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Weil ich denke nicht, dass ich, dann noch, wirklich... Also wenn ich nach dem Tod, sagen wir, in den Himmel komme, oder in die Hölle, je nachdem, dann denke ich, wäre das schon eine arg, arg quälende Zeit, einfach weil du lebst dann ja unendlich weiter, so ungefähr. Ich meine, wenn du als Geist oder deine Seele hat bewiesen, dass sie ohne den äußeren Einfluss deiner Organe überlebensfähig ist. Heißt, sie braucht nichts. Sie braucht einfach nichts. Sie ist einfach da und kann überleben. Und deswegen denke ich mir, wäre das ganz schlimm für mich, einfach so unendlich lange weiterleben, so lange wie es geht. Du überlebst ja alles. Du machst dich von gar nichts abhängig, und die Seele ist von gar nichts abhängig, wenn ihr wirklich nach dem Tod noch weiterlebt. Weil das Gehirn ist weg, heißt, sie braucht nicht gesteuert werden. Magen und ja, generell alles ist weg, was Nahrungsmittel oder Ähnliches aufnimmt. Hände und sowas sind weg, heißt, die Seele braucht auch, die braucht nicht versorgt werden durch Hände, die Nahrung in sich reinschaufeln oder so. Oder generell, keine Ahnung, sich irgendwie, ja, verarzten. Und ja, Haut ist halt verwundbar. Und da ist die Seele dann, denke ich, hingegen auch verwundbar. Heißt, du lebst halt unendlich lange weiter. Du kannst nicht verletzt werden, kannst gar nichts. Das Einzige, was dir vielleicht, negativ auf dich einwirken könnte, sind Gefühle. Aber diese Gefühle, die können dich, denke ich, nicht umbringen. Ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Seelentheoretiker, aber wenn es sowas überhaupt gibt, dann Seelentheoretiker. Aber ich denke wirklich, dass das eine sehr qualvolle Zeit ist, wenn man überhaupt noch in der Lage ist, mitzubekommen, dass man weiterlebt. Das ist ja auch nochmal die Frage, weil man halt keinerlei äußere Reize mehr vernimmt. Oder generell überhaupt welche Reize. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist man dann irgendwie gefangen und lebt
oder der Geist von einem und die Seele lebt dann in den Erinnerungen weiter. Das kann auch sein. Oder lebt einfach in den Erinnerungen Tag für Tag dasselbe, wie in ein Murmeltier da. Ja, sagt, täglich grüßt ein Murmeltier, genau. Und jeden Tag wird er dann halt resettet. Das ist schon arg kacke, sag ich mal. Ist schon echt blöd. Das fände ich ganz toll. Ganz blöd. Was ich allerdings hingegen ganz toll finde, ist, dass wir schon wieder am Ende des Partys angelangt sind. In dem Sinne würde ich mich dann über eine positive Bewertung, Kommentar oder was auch immer freuen. Und ja, dann tschüss.